so. So, Kriegskampagne. Donnerfelsbehüterin Prachtnarbe. Wiedergutmachung. Champion, ich komme mit einer dringenden Bitte von Bane zu euch. Er möchte sich mit euch in Raubhafen treffen, weil er eure Hilfe braucht. Es geht um eine heikle Angelegenheit. Ihr dürft niemandem davon erzählen. Mögen die Ahnen über euch wachen. Trefft euch mit Bane im Raubhafen in Tiragarde. Machen wir. Machen wir. Tiragarde zu uns. Bringt mich rüber. Jawohl. So, bin ich mal gespannt. Ich meine, wir haben uns ja alle schon ein bisschen spoilern lassen mit der Kriegskampagne. Aber ich habe gestern leider auch auf das Video geklickt. Es stand ja dran, Spoiler. Es war aber Gott sei Dank in Englisch und Gott sei Dank war im Discord was los. Also habe ich nur die Hälfte verstanden. Ich hoffe doch mal, dass ich heute dann den deutschen Trailer dazu sehe. Das deutsche Video. So, wir sind am Hafen. Oh, ich habe gerade doppelt gesehen. Ah, so, wo ist Bane? Unten. Bane ist unten. Sie muss uns in Theramor treffen. Sonst war alles umsonst. Theramor? Darauf geht sie niemals ein. Dann werdet ihr sie überzeugen müssen. Macht schnell. Das werde ich. Viel Glück, Bane. Ich sehe, ihr habt meine Nachricht erhalten. Wir haben nicht viel Zeit. Alles klar, Bane. Möge die Erdenmutter auf euch herablächeln. Ihr seid hier. Gut, dann können wir gleich zur Sache kommen. Schiffe in der Nacht. Diesmal ist Sylvanas zu weit gegangen. Auch wenn wir mit der Allianz im Krieg liegen, gibt es bestimmte Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen. Ich muss diese Situation ins Reine bringen, doch dafür bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Derek Prachtmeer wird auf der schnellen Rache gefangen gehalten, die hier im Hafen festgemacht hat, um mit Vorräten beladen zu werden. Wir müssen ihn befreien und ihn zu seiner Familie zurückbringen. Kann ich auf eure Unterstützung zählen? Nehmt das Boot zur schnellen Rache und findet Derek Prachtmeer. Seid stark. Bleibt. Die schnelle Rache liegt vor dem Hafen vor Anker. Selling wird uns dorthin bringen. Entschuldigt, dass es hier so eng ist. Diese Boote wurden nicht für Tauren entworfen. Verehrte Gezeiten, bringt uns schnell und unbemerkt an unser Ziel. Schnell und die Besatzung des Schiffs ist Sylvanas mehr als treu ergeben und duldet keine Eindringlinge. Ich befürchte, Blutvergießen wird sich heute kaum vermeiden lassen. Ja, das vermute ich auch. Geschafft. Zelling, wartet hier, während wir das Deck räumen. Champion, benutzt den Greifhaken, um an Bord zu gehen. Ich werde euch folgen. Alles klar. So. Auf euer Zeichen breche ich durch die Tür. Ich rechne mit schwerem Widerstand im Inneren. Wappnet euch. Das wird da drin alle aufscheuchen. So, dann machen wir mal. Na, wie das wohl enden wird, wenn wir den Verrat machen. So, wo müssen wir hin? Derek dürfte unter Deck sein. Beeilt euch. Dunkler Weitläufer. So, einmal. So, Bane, hol mal ein bisschen Ruff da. Ah! Besatzungsmitglieder, Gott sei Dank töten wir die ja nicht alle. Sondern hier. Kerkermeister, moin. Eindringlinge. So. Ach, er macht so. Bitte aufhören. Ja, dann verschwinde doch einfach. So. Hier drüben. Er ist bewusstlos, aber am Leben.
Oder so nah dran, wie man das als Untoter sein kann. Das ist ein ziemlich komplexes Schloss. Das könnte ein Problem werden. Nö. Was führt euch zu mir? Schiffe in der Nacht. Brachten wir es hier, aber diesen Käfig könnte uns... Ich glaube kaum, dass wir dieses Schloss mit roher Gewalt aufbekommen. So, hinter Schloss und Riegel. Drei Schlüssel. Sylvanas scheint ihrer Besatzung nicht genug zu vertrauen, um nur einem von ihnen allein Zugang zu Prachtmeer zu gewähren. Wenn wir diesen Käfig nicht aufbekommen, können wir Derek Prachtmeer unmöglich befreien. Wir werden nach den Schlüsseln Ausschau halten müssen, während wir auf dem Schiff aufräumen. Sammelt auf der schnellen Rache den Schlüssel des Kapitäns, des Apothekers, des Navigators. Klar, Schiff machen. Wenn wir Prachtmeer befreit haben, müssen wir dieses Schiff übernehmen, um ihn nach Terramor zu bringen, wo uns seine Schwester erwartet. Zellings Magie kann das Schiff dorthin bringen, doch zuerst müssen wir uns um die Besatzung kümmern. Vereint sind wir stärker. Ja, dann lass mal hier durch. Wobei, es ist so ein schönes Schiff, ne? Die haben wir schon. Bane ist so riesig. Wo kam der jetzt her? Da. Ach, da ist der Captain. Captain, mein Captain. Gib mir deinen Schlüssel. Komm. Ich will dein Schlüsselchen haben. Ich hab dir das gar nicht gesehen. So, das ist der erste. Das ist noch ein Besatzungsgebiet. Davon brauchen wir 6. Der Apotheker ist, glaube ich, hinten. Waldläufer, ja doch, die zählen auch. Die zählen auch. So. Na komm, dann gehen wir mal hier rein. Hier ist der Apotheker, ne? Ja. Komm her, du. Inami, moin. Na? Ich konnte leider nicht früher. Wir haben die Handwerker im Haus. Die Magni-Quest-Reihe habe ich schon gemacht. Ich bin jetzt bei der Kriegskampagne. Haben wir noch genug? Ah, da oben stehen auch noch Leute. So. 5 von 6. Wir brauchen nur 6 Stück. So, wo ist der letzte Schlüssel? Captain Armbar. So. Ruf da. Ja, die Quest machen wir gleich zusammen. Da oben steht noch. Okay. Ah, jetzt habe ich den ja auch noch, ja? Navigator. Ja, dann kannst du deine Schlüssel ja gleich rausrücken. Ich komme neben Bane so klein vor. So, da hängt der Schlüssel. Dass er den so hängen lässt. So, wieder runter. Wieder in den Keller. Hui. Komm, Bane, gib Hackengas. So. Jetzt sind wir hier. Gebe ich mal kurz die Quest ab. Ich bin Bane. Klar, Schiff machen. Sohn von Kern. Das Schiff gehört uns. Jawohl. Möge die Erdenmutter uns alle leiten. Dann holen wir ihn noch raus. Wir haben ihn. Dann wollen wir das Schiff mal auslaufbereit machen. So. Wie kann ich euch helfen? Wir haben es geschafft und ich hatte schon befürchtet, wir müssen die Käfig... Stäbe irgendwie auseinanderbiegen. Ja, das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft. Ein bitteres Wiedersehen. Wir haben es geschafft. Zelling wird das Schiff nach Terramor leiten und wir werden diesen üblen Machenschaften ein für alle Mal ein Ende bereiten. Sprecht mit Zelling, wenn ihr aufbrechen wollt und wir setzen die Segel. Ehrt all jene, die vor uns hier waren.
Wo ist er? Zelling. Einfach mal hinter Bane herrennen. Oh, ich werde gerade angegriffen. Au! Das hat länger gedauert als erwartet. Ich hatte Angst, sie hätten euch gefangen genommen. Respawn. Es gab ein paar Probleme, aber jetzt können wir aufbrechen. Ich dachte, das Schiff ist leer. Dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Champion! Ja, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade nochmal töten. Selling, Sekunde. Bane, du könntest mir ja mal helfen hier. Kinas. Mann. Die helfen aber auch kein Deut mit, ne? Die helfen aber auch nicht mit. Oh Gott, da steht auch noch einer. Gib einfach. So, der jetzt noch. Und dann geht los. So, looten. Könnte ja noch irgendwas drin sein. Ne. Herr Zelling. Ich bin Meine da. Ich Familie bin da. Ich bin da. Sicher sein. Komme, was wolle. Sie, Winde. Erfüllt unsere Segel. Führt unser Schiff über den Ozean. Jaina, vor langer Zeit sprachen wir von Frieden hier in Terramor. Terramor ist Staub. Ihr habt mich nicht der Nostalgie halber herbestellt. Nein, ich bringe ein verlorenes Schaf nach Hause. Derek, wie konntet ihr... Das hätte ich nicht von euch erwartet, Bane. Sagt mir, ist er ihre Marionette? Voller Hass und Seuche? Ist er die neue Bombe? Ja. Das war der Plan. Aber Bane rettete mich vor Sylvanas, bevor ich ihrem Willen unterlag. Ich bin noch dein Bruder, Jaina. Bis zum letzten Sternenschein. Wieso? Die Horde ist von Krankheit befallen. Wir führen Krieg, während die Erdenmutter stirbt. Wir haben vergessen, was wichtig ist. Und mein Herz erträgt es nicht mehr. Sylvanas wird euch dafür töten. Und ich vermute nicht nur euch. Kein Leben ist lebenswert, wenn wir unserem Herzen nicht treu sind. Ich kehre heim und suche mir Trost im Schoße meiner Familie. Ich hoffe, ihr könnt es mir gleich tun. Bane. Danke. Harter Tobak, wa? Harter Tobak. Aber er hat recht. Bane hat recht. Oder Hinami? Bane hat recht.
Oh, es werden Spieleinhalte heruntergeladen. Guck's dir an. So. Wir sind hier am Schiff. Die schnelle Rache. Wir kämpfen, wenn wir es müssen, für Azeroth. Ein bitteres Wiedersehen. Danke für eure Hilfe, Druiden. Ich muss nach Hause zurückkehren, doch Zelling hat einen Plan, wie wir uns Sylvanas Blicken entziehen können. Die Benji-Königin darf nicht erfahren, was hier geschehen ist, da sonst mehr als nur unsere eigenen Leben in Gefahr geraten würden. Ich werde nicht vergessen, was ihr heute getan habt. Passt auf euch auf, Champion. Alles klar. Bane geht dann. Ich habe nur dieses Zuhause. Unter falscher Flagge. Wenn wir dem Henkersball entrinnen wollen, müssen wir Sylvanas von unserer Fährte abbringen. Ich werde mit dem Schiff in die Nähe des Schiffskrimmerkrals segeln, der unlängst von den Eisenfluträumern eingenommen wurde. Ich werde es so aussehen lassen, als hätte es einen Piratenüberfall gegeben, der schiefgelaufen ist. Ihr müsst lediglich dafür sorgen, dass Sylvanas Truppen dieses Schiff finden. Ihr müsst Nathanos berichten, dass ihr ein gestohlenes Schiff der Verlassenen in diesem Gebiet gesehen habt. Zwischen euch und Derek Prachtmeer besteht keine Verbindung, also solltet ihr auch keinen Verdacht erregen. Beginnt die Mission anködern und meldet euch dabei, euch dann bei Nathanos Pestrufe an Bord der Klagelig im Hafen von Zandalar. Genießt! Wir können nicht riskieren, dass man euch auf dem Schiff sieht. Euer Talisman ist an den Hafen von Zandalar gebunden. Er sollte euch sicher dorthin bringen. Alles klar. Geht mit den Wellen. Zelling, mein Freund. Wir haben deine Verwandlung miterlebt. Ach, ich werde dich vermissen. So, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Dann schauen wir mal. So, wir sind zurück am Hafen. Ich glaube, die Mission kann ich noch gar nicht starten, weil meine Anhänger noch nicht wieder zurück sind. Hier, anködern. Die hier müssen wir machen. Kann ich aber noch nicht, weil mir fehlt hier... Wie lange laufen die Missionen noch? 2 Stunden? Ja, die laufen noch ein bisschen. Okay, das heißt, sobald die durch sind, müssen wir das anwerfen. Und danach geht es dann weiter.